Nicht so, wir haben noch nicht mal Hallo gesagt. Hallo, kommt als allererstes. Ein neuer Tag hat begonnen vor ein paar Stunden. Es ist schon Mittag, es ist schon nach um eins. Wir waren kurz einkaufen, wir waren aber schon fleißig. Sarah hat schon Video geschnitten, ich habe schon Auto geputzt. Jetzt haben wir schnell was zum Mittagessen geholt. Wir werden jetzt zu Sarahs Mutti fahren, noch ein Video hochladen. Und dann schauen wir mal, dass wir dann nach Elsterwerda fahren. Ich bin natürlich auch wieder am Start. Oh, jetzt hätte ich wir werden gleich überfahren. Robert hat eigentlich alles schon gesagt. Jo. So Leute, irgendwie sind wir heute schlechte Vlogger. Wir wollten gerade ein Update machen unten beim Auto. Wir wollten kurz zeigen, wie Robert das Auto geputzt hat. Aber vielleicht kriegen wir das ja gleich noch hin. Die sind jetzt bei mir und wir machen gerade Mittagessen. Mutti isst mit uns mit. Ich kann euch ja mal zeigen, was sie gerade macht. Oh, jetzt kommt mir gleich Robert entgegen. Was machst du gerade? Ich habe gerade Geld verteilt. Geld verteilt? Mhm. Die Gläser, an die man Geld verteilen kann. Ah ja. An Mutti? Hier, sitzt auf dem Sessel. Du sitzt auf dem Stuhl, der sonst nie nützt. Da sitzt eigentlich Shiva drauf. Ich glaube, wenn du aufstehst und deinen ganzen... Ja, ich weiß, Shiva hat sich auch gleich raufgesetzt. Wo ist denn Shiva? Ist die unter dir? Nein, die ist abgehauen. Also. Das ist ihr Sessel. Hm. Ah, das ist Shiva. Shiva, was machst du? Was machst du? Erzähl mal. Shiva. Sag mal Hallo, liebe Leute, abonniert den Kanal, miau! Hast du gehört, Robert? Nee. Miau. Ihr seid farblich heute aufeinander abgestimmt. Du bist so rauschig weich. Miau. Shiva. Das ist schön. Juhu. Mama, miau. Miau. Shiva. Hallo. Hallo. So, die Muffe hat sich schon was zum Spielen genommen, wenn wir jetzt losgehen. Dieses Beste. Wir haben gegessen und jetzt fahren wir wohin? Nach Elsterwerda. Ich habe noch ein bisschen das Video bearbeitet, also den Vlog, den wir gestern gedreht haben, habe ich jetzt online gestellt, hochgeladen und ja, die Infobox geschrieben. Und ich sehe schon wieder komisch aus. Meine Haare sind nicht mehr on fleek. Dienstag habe ich meine Haare, glaube ich, schon wieder 2 Wochen nicht gewaschen. Aber naja, vielleicht wasche ich sie morgen. Und wir gehen jetzt los. Robert gönnt sich jetzt noch ein Eis. Mhm. Und genau. Energy. Ich sehe aus wie so ein Hündchen. Wuff, wuff, wuff. Du musst gackern. Was? Ich muss kackern? Gackern. Gackern? Ein Hund. Nicht ein Hühnchen. Du hast gesagt, du siehst aus wie ein Hühnchen. Nee, ein Hund. Ja, super. Leute, wir sind jetzt in Elsterwerda. Mutti ist jetzt... Ja, mein Vater besuchen im Krankenhaus. Der hatte eine OP an der Hüfte, war. Genau. Und ja, was machen wir jetzt? Hinter uns stehen schon wieder Passats. Ja, wir schauen uns mal an, ob es da einen Passat gibt, der ganz schick aussieht, den man sich leisten könnte. Aber gucken kostet ja nichts. Genau, und das Wetter ist echt schön eigentlich. Es ist warm, aber kein Wölkchen zu sehen. Ich würde sagen, es ist nicht zu warm und dann werden wir mal gucken, ob wir irgendwie noch was zum Spazieren finden. Und genau. Da ist einer. Auf geht's. Oh, ich komme immer auf den Spielbeenden-Knopf. Das schwingt doch immer so. Ja. Hallo! Hallo Leute, wir sind jetzt am Elster-Schloss und wir gehen jetzt hier noch ein bisschen spazieren. Wir haben uns noch ein paar Autos angeguckt. Die waren aber alle zu alt und nicht so toll und ja, naja. Aber wir waren im Geschäft gewesen und haben uns einen super Kühlschrank angeguckt.
Ja, ein Samsung-Kühlschrank mit Touch-Display, da kann man auch im Kühlschrank gucken und so weiter. Eigentlich total sinnlos und unnötig. Man kann von unterwegs gucken, was man auch in seinem Kühlschrank hat. Und ich habe Zugsimulator und ein Traktorsimulator-Spiel gespielt. Na, es war irgendwie doof. Da ist einer. Ein roter. Ich hätte lieber Auto gespielt. Es gibt ja ein kleines Video davon. Das kannst du auch noch mit einblenden. Ja. Ja, und jetzt sind wir hier und wir drehen jetzt noch ein Outfit-Video von Robert und genau. Bis gleich. Ich schaff's nicht. Wir haben jetzt ein paar Fotos gemacht, ist wahrscheinlich nichts Brauchbares dabei. Ich denke doch, schon. Ein, zwei Fotos bestimmt. Und jetzt gehen wir wieder Mutti abholen, die hat uns gerade geschrieben, dass wir wieder zurückkommen können. Und ach so, das mit dem Outfit-Video haben wir gesagt, war. Genau. Ja. Wollten wir mein Outfit noch zeigen eigentlich in dem Vlog? Ja. Jetzt muss ich ja fast schreien, damit ihr mich hört. Also ich habe ein kariertes Hemd an. Das finden ganz viele Leute toll. Das gibt es bestimmt nicht mehr. Vielleicht auf Kleiderkreise, ist von H&M. Dann trage ich heute mal Roberts Uhr. Das ist die Apple Watch, keine Ahnung, 4? 3. 3. Dann ein schwarzes Top von H&M. Nee, von Only. Ja, es ist so ein ganz schlichter schwarzer Top. Der Gürtel ist von Vero Moda und die Hose ist von Taco aus der Kinderabteilung. Und dann trage ich noch meine weißen neuen Schuhe, die habt ihr ja vielleicht schon in dem Outfit-Video gesehen. Das sind die Nike Ever No Low. Genau. Achso, und die Sonnenbrille, die kennt ihr von mir. Das ist die Ray-Ban. Das ist übrigens eine polarisierte und die kann man so übelst krass zusammenklappen. Und ich sag's euch, Leute, kauft die bei Mr. Specs, da kostet die 150 und im Laden kostet die 299. Also kleiner Tipp von mir, falls ihr die cool findet. Ich finde sie mittlerweile nicht mehr so cool, die ist schon viele Jahre alt, aber ja, ich finde Sonnenbrillen kann man schon mal Geld, kann nicht mehr reden. Für Sonnenbrillen kann man schon mal Geld investieren, also es lohnt sich. Die Frau ist einfach fantastisch. Was? Ich liebe sie. Wir waren jetzt noch mal kurz im Rewe und wir haben das Eis gefunden. Weißes Snickers-Eis. Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann es nicht essen wegen den Nüssen. Und ja, dann fahren wir jetzt wieder zurück. Wir gehen noch einkaufen mit Mutti. Mutti gönnt sich auch ein Eis. Muss gleich ein zweites essen. Robert auch, weil es sonst schmilzt, bis wir zu Hause sind. Ja, und dann gehen wir einkaufen, wie gesagt, und dann gucken wir mal, was wir noch so machen. Ram, ram. So, wir sind jetzt im Auto. Es geht jetzt zurück. Und ich wollte euch noch meinen Fail vorhin erzählen, ne? Ich habe mein Handy gesucht. Und das passiert mir oft, dass ich mich hinsetze und dass es mir dann halt aus der Hosentasche hinten rausrutscht, weil meine Hosen haben halt vorne keine Taschen. Kennt ihr dieses Problem? Ich hasse es, dass bei den meisten Frauenhosen einfach keine Taschen vorne mehr sind. Zumindest nur so angedeutet. Ja, jedenfalls dachte ich dann erst, ich habe es auf dem Auto liegen lassen. Dann sind wir nochmal zurückgefahren und dann lag es neben dem Auto. Typisch. Ja, aber meinem Handy geht's gut. Und gut habe ich es rechtzeitig noch gemerkt. Und ja, den Fail wollte ich euch noch erzählen. So, jetzt erzähl mal von dem lustigen Kassending. So. Achso, ist das schwer? Wir waren einkaufen und wollten Erdbeeren kaufen oder haben Erdbeeren gekauft. Jedenfalls ging das nicht über das Kassenband rüber. Und dann habe ich meinen Standardspruch hochgebracht und habe gesagt, das ist wohl umsonst, wenn es nicht übers Kassenband geht. Und dann sagte er, nee. Und erst hat sie mich angefangen zu lachen. Ich sage, ich wollte nur lustig sein. Und dann habe ich es aber doch geschafft, sie zum Lachen zu bringen, weil ich gesagt habe, dann nehmen wir es bloß für die Hälfte mit. Und an der Nachbarkasse hatten sie genau das gleiche Problem, bloß die hatten zwei Tüten Erdbeeren. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her und haben dann auch festgestellt, was es kostet. Und es war ziemlich lustig gewesen. Und beim Vorbeigehen habe ich ja bloß zu den anderen an der Kasse noch gesagt, wir haben unsere umsonst gekriegt gehabt. Und dann hat die Kassierer dann mitgemacht, die hat gesagt, das sollten wir doch nicht sagen. Das war sehr lustig. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Ja, und jetzt sind wir, wie gesagt, bei Mutti und... Genau. Bringe noch den ersten Einkauf weg. Von Mutti, genau. Und dann müssen wir noch unseren Einkauf wegbringen. Von uns. Sarah und genau! Robert. Und ich bin eine Raupe.
So, Leute, also wolltest du sagen, dann sagst du. Ich wollte echt erstmal sagen, so, das ist das Kameralicht, das Handylicht von meinem Handy hier, dass wir hier etwas sehen, wenn wir jetzt das Video drehen. Wir sind zu Hause angekommen, wir essen jetzt etwas. Ich habe Robert seine Brötchen geschmiert. Oh ja, ich habe mich sehr gefreut. Das war toll, ich mache das gerne. Das kenne ich sonst von meiner Omi. Das ist immer für Mutti früher gemacht. Sehr schön. Und dann ist der Tag wieder rum. Es war wieder ein sehr schöner Tag, den ich mit dir verbringen durfte. Bin immer dankbar für jeden Tag, den ich mit dir verbringen darf. Weil du mich glücklich machst. Mal sehen, ob wir uns noch melden. Genau. Aber falls nicht, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Beziehungsweise wir hoffen das. Genau. Und wir wünschen euch. Ja, genau. Noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönes Wochenende, was auch immer, auf jeden Fall. Viel Spaß euch, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.